Willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Majora's Mask für den Nintendo 3DS. Im letzten Part haben wir die Garo-Maske von den Gorman-Brüdern bekommen und Epona befreit. Außerdem haben wir von dem kleinen Mädchen Romani von der Romani-Ranch zu hören bekommen, dass Außerirdische ihre Kühe entführen werden. Ob das stimmt, werden wir um 2 Uhr nachts erfahren. Doch zuvor kehre ich zurück und nutze meine übrig gebliebene Zeit hier für die Sumpfschießbude. Hier waren wir bereits, haben einen Köcher gewonnen, aber laut Kommentare gibt's hier auch ein Herzteil. Das haben mehrere gesagt und naja, ich brauche nicht weniger als die Maximalpunktzahl. Geil, oder? Das schaffe ich bestimmt erst nach einer halben Stunde. Vor allem, weil da ja noch einer ist. Dann kommen die Vögel. Die Wölfe. Und der andere Dulli, der sich hier versteckt. Scheiße. Verdammt. Okay. Es war wichtig, dass ich die Dekus treffe. Das hat geklappt. So, und die Vögel kommen erstmal rechts. Dann links. Und jetzt? Ah, verdammt, ich hätte den Wolf treffen müssen. Aber der bleibt länger als die Dekus, ne? Deswegen erstmal die Dekus. Oh, geil! Komm, wird das jetzt ernsthaft im ersten Versuch schon schaffen? Das war jetzt zwar kein grammatikalisch richtiger Satz, aber ich bin auch aufgeregt. Entschuldigt bitte. Shit. Ich habe 2 verpasst, aber das war auch gar nicht möglich. Ich meine, ich war ja schnell. Na, warte, die kommen wieder, die kommen wieder. Schnell, der Vogel. Okay. Okay. Crap. Okay, ich hab's, aber ich weiß nicht, wie viel... Wow, habe ich 28 Sekunden noch übrig gehabt? Oder wie? Boah, geil. Das müsste übelst viele Bonuspunkte geben. Aber ich glaube, es waren 2500 notwendig und deswegen habe ich es nicht geschafft. Oder? Doch, doch, ja, okay. Yes. Super. Wunderbar, im ersten Versuch. Ah, hier, 2180 braucht man. Oder mehr. Und dann bekommt man das Herzteil. Super. Aber hatten wir nicht sogar mehr, als wir den Köcher gewonnen haben? Das ist ja voll gemein. Das heißt, man muss es so oder so 2-mal perfekt schaffen. Hey du, sag deinen Freunden, wenn's wollen, können sie kommen, ne? Deine Freunden, die meinen deine Freunden, ne? Aber ich kann den Dialekt von dem nicht so perfekt wiedergeben. Bitte entschuldigt dies. Ja, ich habe noch was aus den Kommentaren. Also ihr merkt schon, jetzt ist so langsam die Zeit, wo ich eure Hilfe auch entgegennehme. Und während ich das hier noch, selbst herausfinden hätte können, aber extra explizit gefragt, ob es hier ein Herzteil gibt und wenn, dann sollt ihr mir das sagen, ist das andere Herzteil eines, welches ich wohl nicht von alleine bekommen hätte. Jedenfalls ist mir nicht ganz klar, wie zum Geier man darauf kommen soll. Es geht um die Sümpfe. Hier gibt's noch ein Herzteil. Und ja, ich weiß halt nur, wie man es bekommt, aber wie man darauf kommt, dass es das gibt, das ist mir wirklich ein Rätsel. So, ich schau kurz, ob ich irgendwie abkürzen kann. Aber das Wasser ist ja vergiftet jetzt, ne? Oder nicht? Hey! Ich bin doch extra... Ich habe extra Abstand gehalten! Und habe mich trotzdem abknutschen lassen. Na warte! Meine Rache! Hier, nimm das! Hat er verdient. Und jetzt hoffe ich, dass das Wasser nicht giftig ist, weil ich muss dahin. Aber da wir ja jedes Mal, wenn wir die Hymne der Zeit spielen, alles auf... Ja. Okay. Da wir alles auf Anfang stellen, ist das Wasser erneut vergiftet. Und ja, wenn man will, dass das Wasser nicht mehr vergiftet wird und dass in den Bergen Frühling ist statt Winter, dann muss man tatsächlich die Bosse erneut besiegen. Auf der einen Seite ist das cool, weil man somit halt immer wieder gegen die Bosse antreten kann, aber auf der anderen Seite ist das halt schon echt scheiße, weil
Weil du hast dann einfach extrem den Zeitdruck für ein bestimmtes Sidequest, eine Maske oder ein Herzteil. Und eventuell findest du dann später raus, oh, da gibt's ja noch was. Und dann musst du das schon wieder von vorne machen. Deswegen werde ich diese Herzteile aller Voraussicht nach erst gegen Ende des Games machen. Wenn ich halt wirklich schon absehen kann, was mir fehlt. Und ja, bevor ich da 10-mal die Bosse besiege und dann hintenrum feststelle, oh, da ist ja noch was, lasse ich das lieber bleiben. Aber jetzt kann ich zumindest die Frösche hier zählen. Hier ist einer. Ich dachte, das wären zwei gewesen. Okay. Dann fehlen mir sogar noch zwei Frösche. Ihr wisst schon, für die Froschquest. Wo auch immer die anderen zwei stecken. Vielleicht in den anderen Gebieten, was ich aber echt irgendwie doof finden würde. Verdammt, ich kann hier nicht stehen bleiben. Das war nicht sehr intelligent. Aber immerhin, ich konnte ihn besiegen. Ach so, hier ist das Wasser ja gar nicht vergiftet. Ja gut. Dann... Schnell, setz die Maske auf. Weil hier ist es nämlich definitiv vergiftet. Setz sie auf, yes! Und hüpf, 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 hüpf! Ja! Er hat's geschafft. Juhu! Übrigens, ich hab's mir hier unnötig schwer gemacht. Ich hätte nämlich am Anfang auch einfach den Riesentintenfisch fotografieren können. Also den, den ich am Anfang mit einem Pfeil getötet habe. Und mit dem Foto hätte ich ja dann Boot fahren können. Aber ich ging halt davon aus, dass das Wasser nicht vergiftet ist. Da war ich mir jetzt nämlich nicht ganz sicher. Ich weiß halt nur, dass es beim Schneegebiet so ist, dass du den Boss nochmal besiegen musst. Aber das gilt für alle Bereiche. Anscheinend ändert sich in jedem Gebiet so ein bisschen die Umgebung oder halt die Lebensumstände, was auch immer, wenn man den Boss besiegt hat. Und ja, deswegen ist es halt so ein bisschen doof. Na jedenfalls, warum sind wir hier? Ganz einfach. Ey, die reden sogar von dem Affen. Dabei haben wir das ja alles schon gemacht. Aber eigentlich, da wir ja immer die Zeit zurückspulen, müsste der Affe hier gefangen sein. Tatsächlich, die arme Sau. Er wird nie frei sein. Uns ist es aber egal, denn wir haben den Dungeon schon hinter uns. Was wir... Oh, scheiße. Ich lern's auch nie, oder? Ach, Mann! Naja. Was wir nicht haben, ist ein Foto des Deku-Königs. Und dafür gibt es tatsächlich ein Herzteil. Denn ihr kennt ja den Typen im Bootsverleih, der geile Fotos sucht. Wir haben ihm damals den Tintenfisch gezeigt. Das fand er aber jetzt nicht so besonders. Den Deku-König. Den wird er aber abfeiern. Ich hoffe, das Bild passt auch. Weil ansonsten war der ganze Weg umsonst. Nicht, dass er da irgendeine bestimmte Pose oder so einnehmen muss. Weil ich kann ja auch nur ein Bild bei mir tragen. Was ist das doof? In Wind Waker waren es wenigstens vier. Zumindest in der HD-Version. Beim Original waren es, glaube ich, drei oder... Ich weiß es nicht mehr. Sümpfe des Vergessens. Hab die Originalversion auch nur einmal durchgespielt. Du-du-du-dum. Wollen wir hoffen, dass es passt. So, und jetzt schreibt mir bitte nochmal in die Kommentare, wie man auf dieses Herzteil kommt. Wer oder was gibt denn bitte ein Anzeichen dafür? Ich meine, okay, der Kerl sagt, dass er halt ein seltenes Foto haben will. Also, es ist nicht mega unmöglich. Aber halt schon sehr schwer, finde ich. Yo, willkommen, Bro. Hast du irgendein geiles Foto für mich oder nicht? Wenn nicht, dann geh. Hallo? Ich hab ein Foto. Ja, ist so schwer? Ich hab ein Foto! Will der mich verarschen? Ach, jetzt hat er es kapiert. Was? Jetzt sagt er, es sind nur Menschen zugelassen? Dein Ernst? Wie oft habe ich dich denn bitte als Mensch angesprochen? Och, und jetzt auf einmal kommt ihr auf die Idee, nach Bild zu fragen. Was war denn das? Hier hast du. Und wehe, du bist nicht zufrieden. Oh, der König, wirklich beeindruckend. Nur Deku-Kerle dürfen den Palast betreten. Wie hast du dieses Bild machen können? Ein wahrlich hervorragendes Porträt. Für diesen raren Schnappschuss bekommst du den großen Preis. Yay.
Und damit haben wir ein neues Herz. Ich freue mich schon auf dein nächstes Bild. Also das war schon sehr schwer. Möglich, aber sehr schwer. Man bekommt halt den Tipp, dass es hier einen Wettbewerb gibt und dass der normale Tintenfisch nicht ausreicht. Aber bis man den König fotografiert, dauert es normalerweise etwas, ne? So, und jetzt ist es schon sehr spät. 11:30 Uhr. Und um 2 Uhr nachts sollen Außerirdische auf der Romani Ranch ihr Unwesen treiben. Das überprüfen wir. Wir müssen rechtzeitig dort sein. Sie hat uns extra vorgewarnt, nicht auf den letzten Drücker zu kommen. Das ist zwar eine Mentalität, die ich normalerweise an den Tag lege, aber heute mache ich eine Ausnahme. So oder so werde ich aber nochmal die Zeit um eine Stunde vorspulen müssen. Mache ich jetzt auch, damit wir dann, wenn ich die Romani Ranch erreiche, so ungefähr 11:30 Uhr haben. Und dann, ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern, wo sie sich treffen wollte. In ihrem Haus? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses kleine Mädchen um 2 Uhr nachts draußen ist. Oder vielleicht kommt sie um 2 Uhr nach draußen. Naja, wir werden es gleich sehen. Ich kann da vermutlich jetzt auch nicht rein. Das wäre jedenfalls sehr, sehr dämlich von den zwei Mädels, wenn die ihre Haustür offen lassen würden. Ja, siehst du? Da könnte ja jeder perverse Drecksack rein. Oder halt ein Alien und... Ach, nee, ich will es mir nicht vorstellen. Oh mein Gott. Ein Alien, heiliger. Hä? Was ist denn hier los? Hier kann ich was einpflanzen an der Wand? Lol. Und hier kann ich hochklettern, aber... Moment, das überprüfen wir ein anderes Mal, denn es ist jetzt schon 2 Uhr. Scheiße. Hoffentlich habe ich es nicht verkackt. Ja, da ist sie. Oh, Glück gehabt. Hallo. Hallo. Romani. Ach so, sie geht in die Scheune zu den Kühen. Ja, kann sein, dass sie das gesagt hat, aber... Ich habe den letzten Part gestern aufgenommen. Das weiß ich demnach nicht mehr genau. Wieso redet sie nicht mit mir? Wegen den Hasenohren? Ah, jetzt. Bald ist es soweit. Du kümmerst dich um den Außenbereich, Grashüpfer. Behalte die Karte im Auge, sofern du eine hast. Was auch immer geschieht, sie dürfen nicht in die Scheune gelangen. Sie nähern sich der Scheune auch von hinten, also sei vorsichtig. Sollten dir die Pfeile ausgehen, dann sieh in der Kiste nahe der Scheune oder im Gras nach. Puh, zum Glück haben wir schon einen geilen Köcher. Oh oh, sie sind gekommen. Also tatsächlich. Aliens erscheinen auf der Romani Ranch. Etwas Strangeres habe ich noch nie in The Legend of Zelda erlebt. Die Musik erst. Okay, sehe ich die? Ja, okay. Gut, gut, gut. Ich sehe sie auf der Karte. Es sind verdammt viele. Alter. Es sind richtig, richtig viele. Die sind so, rosa Punkte. Aber der Hund hilft mir. Sehr gut. Er bellt nämlich, wenn ein so ein Vieh ganz, ganz nah ist. Shit, 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 shit. Jetzt kommen sie gebündelt. Geh mal weg, du Scheißkiste. Oh, oh. Oh, das ist echt nicht leicht. Alter. Hau ab. Neben mir ist auch einer. Verzieh dich. Stirb. Und da hinten schon wieder einer. Das da hinten ist der fieseste Platz. Da habe ich nämlich den weitesten Weg. Die anderen können vorrücken. Und außerdem kann ich das nicht so gut überblicken. Okay, jetzt wird es hier bei der Seite eng. Ich kann sie nicht mal wirklich sehen, aber sie leuchten irgendwie und sehen aus wie Pharaos. Oh mein Gott. Die Pfeile werden auch langsam knapp. Obwohl, nee, habe mich geirrt. Ich habe noch 40. Wie kann das denn sein? Habe ich Pfeile eingesammelt, ohne es gesehen zu haben? Scheiße. Haut ab, Mann. Oh Gott. Verschwinde, Mann. Aber eine gute Idee ist es auf jeden Fall, vor der Scheune stehen zu bleiben. Boah. The X-Files. In
Zelda Majora's Mask. Was ist denn bitte mit den Entwicklern durchgegangen, dass sie auf sowas gekommen sind? Fuck, da hinten ist wieder einer. Mensch, nein! Geh weg! Oh Gott! Haben wir denn schon den 21.12.2012? Nein, Moment, der war ja schon. Und es ist nichts passiert. Also, warum kommt ihr jetzt? Was ist jetzt los? Ach so, wow. Ich dachte schon, irgendeiner hat die Scheune berührt und ich hab's nicht gecheckt. Aber sie ziehen sich zurück, weil ich ultra viele von ihnen ermordet habe. Wir haben es geschafft, wir haben sie besiegt, yay! Ich danke dir, dank deiner Hilfe wurden die Kühe gerettet. Nimm diese kleine Aufmerksamkeit bitte an. Und wenn du trinkst, solltest du nicht vergessen, eine Hand in die Hüfte zu stemmen. Ich bekomme eine Milchflasche. Ach so, Moment. Eine Milchflasche! Denn die Milch ist jetzt nichts Besonderes. Die stellt halt 4 Herzen wieder her, wenn ich richtig informiert bin. Man kann 2-mal aus ihr trinken, also 8 Herzen halt insgesamt. Aber es geht ja um die Flasche. Somit haben wir jetzt 3 Flaschen. Geil! Meine Schwester wird gleich aufstehen. Ich muss rasch zurück auf mein Zimmer. Bis später, kleiner Held. Das war echt irgendwie einzigartig, oder? Nice. Ja, und die Schwester denkt sich nichts dabei, oder? Ich meine, die muss doch irgendwas gehört haben. Geöffnet ab 6 Uhr. Ja, echt krass. Ich spule mal ein bisschen vor. Dum, 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 dum. Ich will jetzt wissen, gibt es hier noch was zu tun? Also neben diesem komischen Hunderennen da. Wenn es da überhaupt irgendwas gibt. Das weiß ich nämlich noch nicht. Aber ich werde auf jeden Fall mal auf das Haus klettern. Da hinten war ja eine Leiter. Und an der Wand sogar eine Möglichkeit, Erbsen einzupflanzen. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich die gleich von der Sumpfregion hierher geschleppt. Aber leider habe ich mich da hinten nie umgesehen. Was mich halt wundert, ist, dass es wirklich an der Wand ist. Ich meine, wie soll ich mich denn dann da draufstellen? Das ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und, auf der Karte ist auch keine Truhe oder irgendwas eingeblendet. Oh, Schornstein. Kann ich da rein? Nee. Nicht? Warum kann ich dann auf das Dach? Was ist denn bitte der Sinn davon? Die tolle Aussicht, oder wie? Okay. Auch nicht schlecht. Oh, jetzt regnet's. Ab in die Scheune. Oh, da sind die zwei sogar. Oh, hallo. Ich möchte auch Milch in die Stadt bringen. Du bleibst hier und passt auf alles auf. Du willst doch nicht, dass sich die Kühe einsam fühlen, oder? Nein, Schwester. Ich fahre mit dem Wagen in die Stadt. Willst du mich begleiten? Heute Abend gegen 6 Uhr fahre ich los. Wenn du Lust hast, kannst du gerne mitkommen. Sie meint jetzt mich, oder? Ja, natürlich meint sie mich. Zur Schwester hat sie gesagt nein. Könnte ich dieser Frau nein sagen? Zeig mal deinen... Also, wie siehst du aus? Oh. Uiuiui. Link? Du hast nichts zu sagen. Du wirst dich mit diesem Mädchen treffen. Hast du das kapiert? Du darfst diese Chance auf keinen Fall durch die Lappen gehen lassen. Aber mich interessiert gerade, was passiert, wenn man die Hühner verprügelt. Denn wie immer... Hä? Wo ist das Huhn hin? What the fuck? Wo ist es hin? Ich kann's hören, aber ich kann's nicht sehen. Es ist weggeglitscht. Hallo, Huhn. Okay. Ach, da hinten. Es hat sich bei den Kühen versteckt. Komm her, du Weichei. Ja, ja, ich komme schon, Süße. Ich komme. Aber ich will jetzt erstmal das Huhn verprügeln. Was war das? Was ist denn hier los? Nachwirkungen der Außerirdischen oder was? Schade. Dann erfahre ich nicht, was passiert, wenn man die Hühner verprügelt. Es sei denn... Ach so, nein. Geht ja gar nicht. Verdammt, ich wollte zu den anderen Hühnern gehen, die wir großgezogen haben. Aber die sind ja jetzt wieder klein, weil wir die Zeit zurückgedreht haben. Verdammt! So, du blödes Huhn, du bleibst jetzt da, hast du verstanden? Wobei ich bezweifle, dass das hübsche Mädel noch was mit mir zu tun haben will, wenn ich die Hühner verprügle. Wo ist es denn jetzt schon wieder hin? Moment, war das gerade...
Ich habe es gerade da oben auf der Decke gesehen, aber vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet. Ich habe keine Ahnung. Vergessen wir es. Da ist es ja. Okay, ich glaube, dieses Huhn ist ein Alien. Es tarnt sich als Huhn. Oh, jetzt wird's richtig zerschlitzt. Passiert nichts? Oh, doch. Jetzt greift's an. Mit den Freunden. Ah, Hilfe. Oder nur alleine? Nee, mit Freunden. Hilfe. Nein, 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 tu mir nichts. Nein, 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 nein. Für die, die es nicht wissen, oder für die, die es nicht wissen, Hühner sind die stärksten Gegner im Spiel. Also bei jedem Zelda. Nicht in jedem greifen sie an, aber in den meisten und die ziehen ein Herz ab. Man kann nur flüchten, indem man den Bereich wechselt. Sie besiegen geht nicht. Abwehren auch eher nicht. Also man muss dann schon flüchten. Bei einem Treffer ziehen sie ein Herz ab und sie kommen dann immer im Rudel, kann man sagen. Schon sehr brutal. So, und wenn ich schon mal hier bin, dann glaube ich, mache ich auch gleich das nächste Quest. Ich wollte jetzt sowieso ein paar Sidequests machen. Oh, ich merke aber gerade, die Zeit ist schon vorbei. Was ist denn hier los? Normalerweise, wenn Außerirdische auftauchen, hat man Zeitverlust. Also von daher wissen wir Bescheid, oder? Warum und wieso der Part jetzt schon zu Ende ist. Ihr könnt euch bei den Aliens bedanken.